Guten Morgen und dann laufen wir direkt runter. Und ich wollte noch mal gucken, könnten wir da noch irgendwas weiter verbessern? Ja, ne? Ich glaube tatsächlich, dass ich dann auch noch eine Workbench da hinten hinstelle. Und vielleicht doch noch irgendwie eine Schwade oder so. Kann ja, glaube ich, nicht schaden. Ich nehme einfach mal 11 mit und 11 Schwaden. Diese Geräusche von den Viechern, da muss ich mich jetzt erst dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Dieses Gegrummel. Gut. Oh, du bist's. Ja, Cutie, das ist natürlich ärgerlich, dass du hier unten ausgewachsen bist. Ja, wie kriege ich denn dich jetzt hoch? Lass mich raten, gar nicht. Was machst denn du da? Ist das so dieses komische Verhalten, das Haustiere haben, wenn man sie zu lange einsperrt? Scheiße, wie kriege ich den jetzt hoch? Ich glaube, ich hätte den... Oh, ups. Bevor er erwachsen wird, hätte ich ihn mal, glaube ich, oben einsperren sollen, ne? So, der ist wieder fertig, der andere nicht. Warum auch immer, gut. Scheiße, wie kriege ich den jetzt hoch? Ich will den jetzt nicht umbringen und nochmal ausbrüten. Weil jetzt ist er geschlüpft. Also, jetzt ist er geschlüpft und ausgewachsen, meine ich. Jetzt habe ich schon eine emotionale Bindung zu ihm aufgebaut. Also, so geht's ja nicht. Halt, nein! Jetzt habe ich die Schwaden auch reingeschmissen. So. Ich glaube, die Hacke brauchen wir nicht mehr. Deswegen packe ich die mal wieder rein. Und ja, wir müssen den irgendwie... Ah, perfekt. Moment. Schnell. Bleib da, wo du gerade bist, bitte. Genau da stehen bleiben. Bauen. Und Bradder. So. Und hier. Sehr gut. Denn dann können wir den, ne, dann ist er auf jeden Fall schon mal fest. Und dann können wir den hier irgendwie hochtransportieren. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall haben wir ihn schon mal hier. Ne? Ja, plus die, da kannst du jetzt nicht mehr durch. Aber das wirst du gleich schon selber feststellen. 30 rote Jute? Hä? Woher kam denn 30 rote Jute? Jetzt, hä? Bin ich übelst verwirrt. Keine Ahnung. So, wie auch immer, wir haben 10 Dingens. Und wir brauchen nochmal 10. Hier liegen sie. Und dann bauen wir kurz die beiden Workbenches wieder hin. Würde ich sagen. Schon geil so mit den Portalen so, ne? Auch dass das jetzt hier Grasland nicht mehr da ist. So sei es. Weil, war ja schon echt überflüssig. Gut, wie auch immer, ich leck mich schon wieder ab. So. Workbench. Ja, so. Zack. Genau da, wo sie stand. Ja, und die produzieren es natürlich nicht. Ah, aber da ist dieser komische Effekt. Ich glaube, solange dieser Effekt da ist und wir die Map so verlassen, sollte dann auch... Warte mal, ich habe eine Idee. Ich nehme mal die Schwarte weg. Um zu sehen, wo hier überall Nebel ist. Hier, ne? Nee, das will ich nicht. Deswegen baue ich hier oben auch mal eine Fackel. Hier so. Zack. So, Nebel vertrieben. Wenn sich der Nebel verzieht, dann hörst du irgendwie von irgendwo so heiße Musik. So, nochmal hier nach oben. Und können wir hier vielleicht irgendwo einen hinplanten? Hier drauf zum Beispiel. Ja. Mal gucken, was das auslöst. Gut möglich, dass es zu weit oben ist. Ist es auch, ne? Hm. Ja, wir müssen hier irgendwie. Genau diese Stelle. Ja, hier ginge. So. Dann mache ich hier. So. So, perfekt. Und dann hier hinten noch ein bisschen befreien. Dann mache ich die Fackel sogar mal hier unter. Damit sie nicht angegriffen werden kann. Wird sie trotzdem, glaube ich. Also, ne, die Soldaten zum Beispiel hauen ja einfach auf den Boden und die treffen das dann trotzdem, glaube ich.
Also da kann ich versuchen, was ich will. Hier noch einen. Dann hier beim Wasser. Auch noch mal ein bisschen. Na komm. Hier so. Zack. Ja. Und noch mal da ein. Ich glaube, ja, wohl, nee, das reicht. Hier, diese Nebeldecke finde ich unangenehm. Da setze ich mal hier oben einen drauf. So. Was war das? Ein Hase nur, ne? Ja, gut. Hm. Ja, und diese Wolkendecke hier kriege ich nicht weg, ne? Aber gut. So, voll. Her damit. Ha! Und schon haben wir unsere Produktion ein wenig erhöht. Weil wir dies mit dem Tunnel finde ich cool. Ist schon echt nice geworden. Fällt mir außerordentlich gut. Und hier ist auch wieder was. Hör damit. Und hör damit. So. Sehr gut. Ja, so kann man das doch zurücklassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal wieder zur Felderbase, ne? Ein paar Beeren pflücken. So. So. Berries. Spawn it. Ach ja, stimmt. Ich habe mir so einen Durchgang gemacht. Ah, es ist weitergewachsen. Sehr gut. Aber das interessiert mich eigentlich eher zweitrangig. Könnt ihr mal bitte wieder ein paar Beeren spawnen? Das wäre super nett. Na also. So. Kein Plan, ob man mittlerweile auch weiß, wie sich dieses Spawnverhalten, wie das Spawnverhalten ist. Aber in der Kommentarsektion schienen meine Theorien auf Zuspruch zu treffen. Also das, was ich vermute mit dem, dass sie sich gegenseitig blockieren, dass sie nachspawnen, das wurde wohl auch von anderen so beobachtet. Also liege ich damit wahrscheinlich gar nicht so falsch. Was natürlich echt lästig ist. Vor allem, weil wir die jetzt so dicht beieinander gebaut haben. Aber die sind jetzt auch so stark bewuchert, dass ich sie nicht abreißen will. Verdammt. Aber das gibt's doch nicht. 6 Bären, ey. Hm. Also es wurde natürlich auch gesagt, geh in die Ashlands und mach dir da eine Base. Und das könnten wir natürlich auch machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will eigentlich alles, was so, was man anbauen kann, außerhalb von dem jeweiligen Biom, würde ich gerne dort auch anbauen. Also hier dann in der Felderbase anbauen, weil es hier einfach sicherer ist. Und zum Beispiel, das würde ich eigentlich auch gerne mit den Extraktoren in den Mistlands machen, aber geht ja nicht. Weil da müssen wir ja nun mal, ne? Wir müssen das ja nun mal bei einer Wurzel machen. Sag mal, das kann doch nicht jetzt schon wieder alles gewesen sein. 6 Beeren. Das ist doch nicht wahr. Hä? Na gut, dann halt nicht. So, na gut. Dann würde ich sagen, wir schmeißen den Loot hier mal runter. So, 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 so. So, und auch die beiden Sachen. Sehr gut. Dann würde ich tatsächlich, mal gucken, wie spät es ist. Mittag. Dann würde ich tatsächlich mich wieder auf Erkundungstour begeben, oder? Obwohl, warte. Wo wir gerade hier sind, will ich eigentlich gerne das Problem mit dem Askbin lösen. Hier kommt er natürlich nicht durch, ne? Glaube ich. Ich könnte das natürlich wegreißen. Habe aber Angst, dass ich dann die jeweiligen Spots hier finde. Warte, ich habe eine Idee. Oh, Alter, laggedy-lag. Ich nehme mir mal... Ich frage mich immer noch, wo die 30 rote Jute herkommen. Ich überlege und überlege. Ich komme nicht drauf, wieso da 30 rote Jute liegen. Keine Ahnung. Gut, wie auch immer. Ich mache mal kurz... Nee, das wollte ich nicht. Den hier an den gedreht. Damit der richtige Anbaupunkt ist. Das war der falsche. Außen 2. Das richtig? Ja, ne? Oben oder unten? Hm. Dann mache ich mal so. Reiße das hier ab. So wie das und das. Weil dann sollte er hier durchpassen. Oh, da passt er nicht durch. Weil er zu hoch ist. Hm. Ja, ich glaube, ich muss das hier wegreißen, ne? Ja gut, komm.
Das ist ja schnell wieder hingebaut. So. Und dann würde ich sagen, ich baue hier mal eine Treppe hin. So. Oder warte. Nochmal hier hoch. Oh nein, jetzt habe ich den Loot aufgesammelt. Vom Lootloch. Verdammt, ich darf da nicht zu hoch springen. Ich mache den Fehler jedes Mal. So, weg damit. Und das Holz brauchen wir. Wie machen wir denn das jetzt? Verdammt. Ich mache den auch nochmal weg. Und mache die Treppe hier so dran. Ich glaube nicht, dass der hier hochkommt. So sollte er aber hochkommen, glaube ich. So. Ich probier's einfach. Wir haben ja keine andere Wahl. Aber das da ist, glaube ich, zu dicht, ne? Also, da. Da komme ja ich nicht mal durch. Also gerade so durch. Wie soll dann der Aspen hier durchpassen? Ja, es tut mir leid. Das muss ich jetzt nochmal wegreißen und neu machen, aber so sei es. Mann, ist das hier eng. Scheiße! Ich krieg den hier doch nicht weg. Weil wie kriege ich ihn jetzt hier drauf? Ich weiß wie. Indem ich das hier nochmal wegreiße und dich doch hier wegschiebe. Kann ich dich schieben oder... Du bist zu schwer, ne? Du bist einfach zu schwer und nicht wegschiebbar. Ich kann sogar die Lochse wegschieben, aber ihn nicht. Was soll denn das? Gut. Werkzeug. Sattel. So, Buddy. Du musst mal... Ah, er hat sich schon wegbewegt. Das ist aber nett. Dankeschön. Dann mal kurz her mit dem Loot. Dann das weg. Das weg. Da liegt eine Schwade. Ich glaube, weil ich da oben hingerannt bin und es zu mir in mein Inventar wollte und ich dann überladen war. Keine Ahnung. Das hier kann ich nicht machen. Da muss ich erst Bretter dran machen. So und so. Ja. So sei es. Mann, ist das ein Umstand gerade. Aber ich will ihn nicht umbringen. Jetzt ist er schon ausgewachsen, oder? Jetzt ist das unser Cutie. Der soll nicht sterben. So. Und so. Und hier drauf. Und hier drauf. Ich hoffe, das klappt. Oh oh. Dann hängt er ja im Lager rum. Die nächste Treppe schafft er ja auch nicht. Ups. Gut, aber wir haben ihn auf jeden Fall erstmal aus dem Keller raus. Weil hier soll er definitiv nicht bleiben. Sag mal, bleib stehen. Nein. So, stopp. Alter, ist ja schwer zu steuern. Da lang. Stopp. Nach da rechts. So. So. Sehr gut. Dann bist du schon mal hier. Und jetzt müssen wir das alles wieder reparieren. Gut, was soll's. Ich hoffe, der läuft jetzt hier nicht irgendwo genau dann irgendwie runter oder so. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber ich muss hier auf jeden Fall erstmal zu Ende bauen. So. So, hier halb. Das Ascheholz liegt da unten. Nicht? Habe ich das Ascheholz weggeworfen? Ja, ne? Ich glaube, ja. Was habe ich denn jetzt weggerissen? Nein! Gut, okay, Moment. So. Den hier hin. So. Und das Ascheholz habe ich hier hingelegt. Her damit. Der so und der so. Dann den hier. Hier dran. Hier dran. Einen halben. Ah ne, gar nicht. Einen ganzen. Mir fehlt ein Teer. Wie kann das denn sein? Liegt da wahrscheinlich irgendwo unten, ne? Ja, komm, Alter. So. Und. Zack. War's das? Ja, ne? Gut. Teer wieder rein. Dann hatten wir hier diese Bretter. So. Hier dran. Und hier. Zack. Dann hier hatten wir so einen länglichen. Nee, nicht den, sondern den. Digi.
Geh weg! Arg es ja nicht! So ist richtig, ne? Ja. Gut. Hätten wir das auch. Ja, und der muss jetzt auch ein Stockwerk höher. Keine Ahnung. Verdammt! Weil wie wild der auch ist. Nee, Alter, du hast hier unten im Lager nichts verloren. Das wäre viel zu chaotisch. Aber wie kann ich das denn schaffen, ohne dass ich so viel wegreißen muss? Hier, ne? Ja. Nochmal hier einfach. Warum auch nicht? So. Und so. Und das und das. Und ich glaube, das reicht. Und dann können wir hier eine Trap bauen. The Trap! So. So und so. Da sollte der ja rüberkommen. Ja, kommt er auf jeden Fall. Und hier weiter gebaut. So. Können wir den Mut. Und so. Dann müssen wir erstmal ums Eck wieder, ne? Leider. Weil dann ist er ja auch im Großtreppenhaus, ne? Da kann er dann ja rumrennen und so. Hat auf jeden Fall mehr als genug Place. Für seine Spirenzchen. So. Und so. Ja, das hätte ich mir alles sparen können, wenn ich das einfach vorher dicht gemacht hätte, bis er ausgewachsen ist. Naja, was soll's. Jetzt haben wir es halt auf die umständliche Art gemacht. So. Zack. Dann komm mal her, Askwi. Aski, Aski, Askwin. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Vier. Und Sattel. Und nach unten. Hä? Ja, das war jetzt natürlich nicht geplant. Ich bin nach oben gedingst und auf seinem Sattel und genau da war das Portal. So, also ich kann ihn ja verstehen, dass er hier natürlich weg will, ne? Aber, wo ist er denn? Ah, da. Stopp! Hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben, stopp! Digga! Du! Ich hab Stopp gesagt! Was ma... Wo? Was? Ich hab keine Ahnung, was er da macht. Ich kann ihn null bewegen. Jetzt! Oh, sei Dank. So, stopp, 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 stopp. Geh nach da. Stopp. Nach da. Stopp. Nach da. Und bitte komm hier hoch. Nein! Ganz knapp nicht. Stopp. Dann geh nochmal nach da. Stopp. Und jetzt hoch. Ja! Askwin liebt dich. Sehr gut, ich dich auch. Nein! Geh nicht wieder hoch. Runter meine ich. Er will wieder runtergehen. Du hast sie doch nicht alle. So, stopp. Okay, warte mal. Das ist mir hier zu blöd. Sowieso einen Moment. Ich muss mal kurz. So. Und ich mache mir hier jetzt mal Wände hin. Das ist mir sonst viel zu anstrengend. So. Und so. Und es kann sogar sein, dass die einkrachen, ne? Weil das hier schon rot. Kirschrot. Na gut. So. Und jetzt aber. Komm schon, Süßi. Mach hier keine Spirenzchen. Da lang. Da lang. So. Und da lang. Da lang, da lang. Stopp. Und jetzt hier hoch. Ja, ein Stück weiter nach links. Und dann da. Na komm, na komm, na komm. Du bist es doch eben. Du hast es doch eben gerade auch geschafft. So. Sehr gut. Und jetzt laufe ich mit dem mal ein bisschen weiter nach oben. Damit er nicht wieder direkt runter rennt. Das wird irgendwie voll surreal an, hier in unserer Bude rumzureiten. So. Gut. Her damit. Her mit dem Sattel. Und bevor er jetzt hier wieder irgendein Stuff macht, wird dicht gemacht. So. Und ich weiß, es ist zwar Nacht, aber wir sind ja in unserer Base. Deswegen würde ich das hier tatsächlich kurz eben vollenden, damit wir hier endlich Ruhe haben. So. Das alles weg.
Könnte allerdings sein, dass der Aspin uns irgendwann richtig nervt, ne? Weil er irgendwie zum Beispiel uns den Durchgang versperrt. Schnuffi, Flauschi und die Hühners, die sind da ja eher semi im Weg. Aber, also manchmal sind die auch die ein bisschen im Weg, aber das ist ja bei dem Aspin, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer, ne? Aber naja, gut, was soll's. So. Wir machen hier erstmal das mit den kurzen wieder dran. So. Oh, ist das am Längen mittlerweile, ey. Shit. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Was mache ich hier eigentlich? So. Dann hier nochmal. Halt. So. So. Und hier. Dann das hier. So dran. Und so. Der war falsch, ne? Ja. So dran. Und da nochmal. Zack. Und zack. So. Perfekt. Ich check nochmal, aber das sollte jetzt alles wieder so sein, wie es vorher war, oder? Ja, sieht alles richtig aus. Sehr gut. Und jetzt können die Viecher auch wieder nach unten. Ach ja, hier das hier noch. Na klar. Hier habe ich noch nicht alles abgerissen. So. Ich mach mal noch den Hammer. Das weg. Das weg. Und den weg. Sehr gut. Und dann her mit dem Stuff. Das weg. Und das. Sehr gut. Wie ist mit Med? Ist er mittlerweile durch? Nö. Nö. Gut. Und hier ist ansonsten nicht noch irgendwie Stuff oder sonst was. Nee, ne? Gut. Ja, hervorragend. Dann würde ich sagen, wir können mal den Stuff hier oben drauf schmeißen. Why auch not? So. Den hier hin und den Sattel. Oh, hier liegt noch Holz. Und den Sattel schmeißen wir natürlich wieder in unsere Werkzeugkiste. Also hier hinein. Und ich würde sagen, dann schmeißen wir uns mal kurz in der Pofe, war, um die Nacht zu überspringen. Ah ja, das hier kann auch weg. Das nehme ich mit hoch. Da gehe ich mit schlafen, mein Kuschelholz. Er ist trotzdem hier runtergekommen. Wie hast denn du das geschafft? Gut, aber hier kommst du bestimmt nicht runter. Das würde mich wundern. So, dann feel free. Lauf rum, wie du lustig bist. Aber bitte isst die Hühner nicht. Ach nee, warum sollte er? Er ist ja Pflanzenfresser. Stimmt, die Viehholz kann ich hier mit reinwerfen. So, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen und dann ab nach unten. Und ich würde sagen tatsächlich, das haben wir jetzt auch abgehakt. Und der Askin, keine Ahnung, ob der da eins festgeglitscht ist. Ich hoffe mal nicht. Kein Plan. Aber so oder so würde ich sagen, wir können ein wenig weiter erkunden, weil ich glaube, mich daran zu erinnern. Ich glaube, mich zu erinnern. ich meine, wir waren hier doch fast fertig, ne? Das würde ich dann ganz gerne vielleicht noch abschließen. Oh. So. Sehr gut. Ab ins Lootloch. So, und da würde ich sagen, wir haben alles, was wir brauchen, ne? Ich weiß nicht, ob wir... Ich glaube, wir hatten die Mistlands abgeschlossen. Ich nehme die Schwade trotzdem mal mit, falls wir noch kurz rein müssen, irgendwie. Ja, ich glaube, der ist ja jetzt festgeglitscht. Gut, wie auch immer. So, also würde ich sagen, hinein. So, ne, wir waren hier nämlich in den Ebenen. Ich erinnere mich, hier hatten wir ein Frühling-Totem gefunden. Ich würde mal das... Ist das neu, dass er, wenn ich darüber gehe, die Portaldinger entfernt? Das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich war mich gerade ein bisschen erschreckt, dass es nicht connected war. Stimmt, die da wollte ich am Leben lassen. Und wir hatten das alles erkunden. Hä? Wir sind hier ja fertig. Ah ne, doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Das hätte da, also, das hätte ich mir doch schon längst irgendwie markiert oder so. Gut, wie auch immer. Energy Shield. Und wir laufen nach da, über den Fluss. Das heißt, bis dahin haben wir sowieso schon alles erkundet. Und hier habe ich natürlich...
Na komm her. Ja! Hier habe ich natürlich Sorge, dass irgendwelche hässlichen Viecher aus dem Nebel jumpen. Oder fliegen. Noch schlimmer. Also schweben. Kein Plan. Gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal drum rum. Und hoffen aufs Beste. Ich glaube, ich komme hier nicht rüber, ohne nass zu werden. Ne? Selbst wenn ich da drauf springe und hier rüber schweb, ändert das nichts. Verzeihung, da muss ich kurz husten. So, rüber hier.